Mit unserem Niederservice-Interaktivsystem können wir unsere Kunden persönliche Service und Beratung bieten und haben unsere Tür nun auch noch viel länger oben als vorher. Mit dem Service läuft das als sonst auch an den Schalter. Die Kunden kommen rein in die VR-Sissi und werden glücklich von den Mitarbeitern von uns begrüßt. Die Mitarbeiter sind über ein Bildschirm zu sehen. So Danny hat die Kunden, wie er das aus seinem Geschäftsstil kennt, immer ein gegenüber der VM eins regelt. Wenn man das erste Mal reinkommt, dann ist das noch ein bisschen komisch, aber das lässt sich dann noch weiter. Die Leute von der VR-Bank, die sind auf dem großen Bildschirm zu sehen und wir können dann ganz normal miteinander schnacken, wie sonst auch. Und mein Innerlogen, der lächelt dann vor und der könnt das von einer anderen Kamera sehen und dann hält sich das auch schon. Das ist ganz licht und einfach. Dokumente gehört über ein digitales Unterschriftengerät in der Schrämwaren. Man kann sie in Bankgeschäfte in Ruhe erledigen. Man hat einen Blick nur Puten. Wenn Kunden rinkommen, das kann man sehen und hat wirklich in Ruhe. Anders als in einem anonymen Callcenter, wo die Leute viel wesselt und man gar keinen mehr kennt, ist uns das wichtig, dass unsere Kunden mit unseren eigenen Leuten schnacken. Wie uns war der Kunde, wie in einem Geschäftsstelle, immer wieder auf die selbigen Leute droben. Mit der VR Sissi habe ich in unseren Dörben tüchtige Schritte nach vorne gemacht, und ich werde das System in Zukunft gern nutzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.